Mal sehen, was jetzt im 125K-Set drin sein wird. Ich bin gespannt. Ich erwarte einen Schlitz. Wenn es kein Schlitz wird, bin ich enttäuscht. Aber alles andere ist in Ordnung. Oh, da war kurz. Kurz war die Angst da. Das ist ein Inform. Mal sehen, wer es werden wird. Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und heute zu einem kleinen Special-Video, denn wir haben Luna oder Mondneujahr und dementsprechend werden wir uns mal der Squad-Building-Challenge widmen und ich habe noch mein 125K-Set, das wir als Belohnung bekommen haben, zusammen mit einem 2-Spieler-Set. Das werden wir gleich alles aufmachen. Dazu gibt es Squad-Building-Challenges, die werde ich machen und es geht, wie ihr bereits im Titel gesehen habt, außerdem noch um ein bisschen was Kontroverses auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen krank übrigens, deswegen entschuldige das leichte Geschnief oder die leicht nasale Stimme. Kann ich nichts gegen tun. Ich bin auch noch in Deutschland, war gerade bei einer Taufe, deswegen dieser Aufriss, der eigentlich nicht zu einem Headset passt, aber ist in Ordnung. Morgen bin ich wieder in England, das heißt, ab morgen ist wieder die alte Mikrofonqualität am Start, aber nichtsdestotrotz, ich hoffe mal, dass das jetzt hier auch so geht. Ich weiß nicht, was die Belohnung ist, ein seltenes Goldspieler-Set in klein, das ist in Ordnung. Und es geht um den Videobeweis, den Videoassistenten. Und das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Einfach aufgrund dessen, dass man jetzt sagen könnte, wieso hat der HSV eigentlich zweimal ein Tor genehmigt bekommen. Und wieso der erste FC Köln gestern im Spiel gegen Hannover 96, genau deswegen geht mir das natürlich noch besonders auf den Keks, oder deswegen geht es mir besonders nah, nicht. Ja, warum haben die jetzt keinen Elfmeter, kein Tor bekommen, obwohl das Ganze abseits war und normalerweise der Videoassistent nicht eingreifen dürfte oder nicht eingreifen sollte. Da kann man jetzt natürlich sagen, okay, so gesehen ist das durchaus nachvollziehbar, dass es da Beschwerden gibt. Andererseits kann man auch argumentieren, es gab bei den beiden Toren des HSV, ich habe jetzt gerade nicht mehr im Kopf, wie offensichtlich das Abseits war. Ich glaube, es war ziemlich offensichtlich. Aber jeweils bei den Toren, da gab es natürlich den Aufschrei. Ey, der Videoassistent ist so schlecht. Ey, der muss unbedingt überarbeitet werden. Ey, das kann nicht sein. Ey, nächstes Mal bitte nicht mehr so eine Scheiße. Und dann wird das Ganze geändert, aber dann ist es auch wieder nicht gut, weil dann sagen wieder die Leute, ey, nee, das kann ja jetzt irgendwie auch nicht sein. Jetzt hier gerade eigentlich war das doch alles in Ordnung und jetzt habt ihr doch gegen den HSV zweimal für den HSV entschieden, da musst du auch für Köln, ihr könnt euch nicht jetzt plötzlich anders entscheiden, wir haben zwar verlangt, dass ihr das Ganze verbessert, aber jetzt habt ihr immer noch keine Linie und pfeift es trotzdem ab. Das ist so ein bisschen nicht kontraproduktiv, aber irgendwie Doppelmoral in meinen Augen, weil ich finde, einerseits beschwert man sich, ey, wir wollen unbedingt, dass der Videoassistent richtig funktioniert und richtig eingreift in den wichtigen Situationen und andererseits wollen wir aber auf keinen Fall, dass andere Feinde benachteiligt werden, wenn sie vorher bevorteiligt wurden. Oder werden worden. Werden. Geworden wären. Egal. Deutsch. Ihr merkt das. Das ist, finde ich, so ein bisschen Doppelmoral. Ich meine, klar ist es ist natürlich bitter für den ersten FC Köln, dass sie halt eben dieses Spiel jetzt nicht gewonnen haben. Und auch so bitter im Endeffekt den Punkt nur bekommen. Und in der 90. Minute ist es natürlich besonders ärgerlich. Andererseits aber auch, Gold mindestens 6 Spieler. Achso. Andererseits muss man aber auch dazu sagen, wieso soll denn in der Situation jetzt der Videoassistent, wenn es eine offensichtliche Abseitsstellung von Risse war, nicht so entscheiden? Das ist halt für mich so irgendwie unverständlich. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht wie ich. Vielleicht seht ihr es komplett anders. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung mal in die Kommentare. Aber ich bin halt der Meinung, der Videoassistent hat einzugreifen, wenn er sieht, das Tor war irregulär. Und wenn man es halt bei den beiden HSV-Toren, ich weiß, gegen Hannover war es sehr, sehr knapp. Und gegen Leipzig weiß ich es gar nicht so genau. Aber wenn er es jetzt gegen Köln offensichtlich gesehen hat, der Videoassistent sich sicher war, dass Abseits ist und dazu nicht diese Linie brauchte, dann lasst ihn auch eingreifen. Natürlich bin ich als 96-Fan froh darüber, dass er eingegriffen hat, weil uns das einen Punkt gerettet hat. Aber nichtsdestotrotz, das ist so auch der Vorwurf, da muss ich tatsächlich mal für den HSV in die Bresche springen. Normalerweise würde ich das niemals tun, wie ihr wisst. Aber zuletzt wurde immer gesagt, ja, der hat dem HSV die Punkte gerettet und jetzt gegen den ersten FC Köln, also hat die 2 Punkte gekostet. Deswegen steigen die jetzt ab. Dazu die Sache mit Sané. Da sage ich ganz ehrlich, der HSV hat gegen 96 einen strittigen Elfmeter nicht bekommen. Hatte auch Glück mit der roten Karte gegen Papadopoulos, aber trotzdem hat diesen Elfmeter nicht bekommen. Der definitiv andere Schiedsrichter hätten ihn gegeben. Genauso wie der andere Handelfmeter. Also da hatten sie Pech gegen Leipzig. Ich weiß nicht, ob es noch mehr strittige Szenen gab. Aber grundsätzlich sollte man da, finde ich, vorsichtig sein, bevor man sagt, ja, der HSV wurde nur bevorteiligt, Köln nur benachteiligt. Man kann auch argumentieren, dass Sané gestern hätte rot sehen können. Also ich bin persönlich der Meinung, dass das keine rote Karte war. Sané ist halt groß, wenn Sané hochspringt, das Bein hochmacht, ist das so hoch. Das ist sehr unnötig, das war keine Absicht, der hat sich sofort entschuldigt, der ist nicht einfach weggegangen. Da reicht Gelb. Andere sagen, das ist rot und dann ist es okay, das ist eure Meinung oder deren Meinung, aber ich finde nicht. So, aber da kann man jetzt natürlich sagen, Köln wurde zweimal gleich benachteiligt von diesem Videoassistenten. Aber ist es wirklich so?
Muss man sich darüber so aufregen? Ich finde allgemein hat der Videoassistent teilweise Fehlentscheidungen gemacht, beispielsweise bei Köln gegen Mainz, der strittige Elfmeter. Das war schon bitter. Dann teilweise Elfmeterentscheidungen. Es ist halt jedes Mal ein anderer Videoassistent, wisst ihr? Das ist halt nicht die gleiche, es ist halt keine Maschine oder sowas, die das erkennt, sondern das sind Menschen. Menschen machen Fehler und auch Assistenten machen Fehler. Da fragt sich dann, ist der Videoassistent wirklich sinnvoll oder sollte man den besser nicht benutzen? Und sollte man den besser wieder abschaffen, bis er perfekt funktioniert? Perfekt geht aber nicht, weil es gibt verschiedene Meinungen. Die Meinungen sind subjektiv. Der eine Schiedsrichter kann sagen, ja, okay. Der andere sagt, nee, wenn beispielsweise jetzt, es ist ein Foul. So, es ist ein Foul im 16er. Der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Der Videoassistent, da kann entweder einer sitzen, das ist eine klare Fehlentscheidung, oder der andere sagt, na, kann man so sehen. Es wird immer individuelle Fehler geben. Es wird immer individuelle Ansichten geben. Und wenn der Videoassistent beim Spiel in Köln jetzt eben gesagt hat, für mich ist es offensichtliches Abseits, und der Assistent bei den Spielen von Hamburg, das ist für mich kein offensichtliches Abseits, da muss man vielleicht darüber nachdenken, dass man vielleicht nur einen Assistenten hat. Aber das funktioniert nicht. Oder immer den gleichen Assistenten. Aber das funktioniert nicht, weil halt überall ein anderer Videoassistent ist. In jedem Spiel, soweit ich mich erinnere zumindest. Ich bin allgemein diesem Videobeweis gegenüber sehr, sehr kritisch. 96 hat die Saison nicht so viel Glück damit gehabt. Teilweise schon, teilweise nicht. Das ist immer so ein Auf und Ab. Aber andere Vereine wie Köln beispielsweise, da kann ich verstehen, dass die Aufregung da ist. Natürlich kann man nicht alles auf den DFB schieben, weil ganz ehrlich, 96 hat in der zweiten Halbzeit extrem nachgelassen. In der ersten Halbzeit 2:12 Torschüsse. Sie hätten locker führen müssen, aber zweite Halbzeit unentschieden war gerechtfertigt. Es war jetzt nicht so, dass Köln komplett überlegen war, komplett viel besser war und den Sieg zu 100% verdient hätte. Auch wenn das natürlich kein Maßstab ist, ja. Muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Das heißt jetzt nicht, nur weil Köln das nicht 100% verdient hätte, dass der Videoassistent nicht eingreifen darf. Oder, ja, quasi jetzt hier den Mund halten, nicht halten muss. Ja. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung in den Kommentaren. Das ist sehr kompliziert, das Thema sehr komplex. Es gibt sehr viele verschiedene Ansichten. Ich bin, wie gesagt, der Meinung, im Vergleich zumindest zu den HSV-Spielen, da wurde gefordert, ey, wenn es abseits ist, dann pfeift es gefällig, ob ihr die Linie habt oder nicht. Und jetzt wird gesagt, ey, die haben gepfiffen, obwohl es keine Linie gibt. Und beim HSV haben sie es nicht gemacht. Das ist halt so Doppelmoral. Das finde ich scheiße. Es hat meinem Verein geholfen, natürlich. Aber grundsätzlich würde ich einfach mal gerne wissen, was ihr von der ganzen Situation und der ganzen Thematik haltet. Und allgemein vom Videobeweis. Schreibt mir das definitiv mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Und wir öffnen jetzt dieses Set hier, das ultimative Set. Ich muss übrigens noch, das zeige ich euch vorher kurz, ganz viel Weekend League spielen. Es ist gerade Sonntag, 14 Uhr oder 13.30 Uhr ungefähr. Und ich habe bisher 7:2, also 9 Spiele erst gemacht. Muss also noch ordentlich reinhauen. Aber ich denke mal, ich schaffe noch Gold 3 im Idealfall. Ich brauche ja nur Silber 2, um mich zu qualifizieren. Das Team seht ihr hier. Ich habe mich für Edwin van der Sar entschieden. Und der ist eine ziemliche Maschine. Das werdet ihr aber im Review dann sehen. Und ich würde sagen, wir gucken uns einmal ganz kurz das Team of the Week nochmal an. Bevor ich dieses Set jetzt öffne. Wir haben Agüero, wir haben Firmino, wir haben Cristiano Ronaldo, wir haben Zielinski, wir haben Carvalho, Bernardeschi, wir haben dazu noch Tagliafico. Dann haben wir Vertonghen, Lejeune von Newcastle, den Kollegen Lecom, der mir in der Weekend League auch schon ordentlich auf den Keks gegangen ist in einem der beiden Niederlagenspiele. Moses, Rico, Jovetic, Kramaric, also definitiv keine schlechten Spieler. Rico habe ich bereits gezogen. Und das habt ihr auch gesehen. Mal sehen, was jetzt im 125k-Set drin sein wird. Ich bin gespannt. Ich erwarte einen Schlitz. Wenn es kein Schlitz wird, bin ich enttäuscht. Aber alles andere ist in Ordnung. Oh, ich hatte aber kurz war die Angst da. Das ist ein Inform. Mal sehen, wer es werden wird. Brasilien Innenverteidiger. Wer ist ein... Oh Gott. Eieiei. Wer ist wenigstens für Mimo geworden? Aber es wird Raul. Wir ziehen also quasi eine Legende. Aber ich hoffe, dass irgendwas Hochbewertetes noch dabei ist. Also... Walkout glaube ich eher nicht. Oh, 2 Informs und ein Tschech. Ja, das ist doch in Ordnung. Damit kann ich doch leben. Marquinhos noch dazu. Das ist okay. Das ist nicht optimal natürlich, aber 2 Informs, das... Ach, das ist untauschbar, das Set. Ach nee, was? Das ist untauschbar? Warum ist das untauschbar? Aber gut, ich kann 2 Informs einsetzen. Das ist gut. Tschech zum x-ten Mal gezogen. Morata dazu, auch gut für Squad-Building-Challenges. Marquinhos kann ich in den Verein packen. Dann kann ich den auf die Transferliste packen. Das ist auch in Ordnung. Savic vielleicht auch. Und den Sigurdsson im Idealfall. Eigentlich kann ich mit allen Spielern machen. Sekunde mal eben. Dann machen wir nochmal ein tauschbares Team der Woche-Upgrade mit diesem Lejeune und diesem Raul in Form. Mal sehen, vielleicht haben wir ja Glück da drin. Tauschbar ist außerdem immer besser. Das sind jetzt alles hier meistens untauschbare Spieler. Ich weiß jetzt nicht, für wie viel beispielsweise Nascencio gerade geht. Nascencio, Entschuldigung. Aber ich denke mal, 5k oder sowas um den Dreh. Genau, dann haben wir Marquinhos noch, der ist auch untauschbar. Tschech ist untauschbar. Guy wäre noch tauschbar. Ich denke mal, das ist auch nur für, ja genau, 3k im Idealfall. Strootmann geht vielleicht noch für ein bisschen was. Da gucke ich gleich mal, ob ich einen 83er noch habe. Aber ist nichts zu Dramatisches und ich würde sagen, ich schließe das gleich auf und wir sehen uns beim Pack. Gut, ich mache das jetzt einfach so, keine Ahnung, da ist jetzt ein Morata drin und Marquinhos und so, aber das ist jetzt nochmal deutlich weniger Spieler.
beziehungsweise hochbewertete Spieler. Das ist, denke ich mal, ganz gut. Ich werde vielleicht davon ein paar noch verkaufen jetzt auf dem Transfermarkt, wenn ich gerade drüber nachdenke so, aber ich gucke erstmal nach kurz, wen ich zurücknehmen kann. So, und jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob mir das tauschbare Team der Woche Upgrade irgendwas, oder der tauschbare Team der Woche Spieler irgendwas Gutes geben wird. Ich hoffe einfach um Spieler mit einem Wert von über 10k, aber das ist jeder momentan wegen den Challenges. Ich bin extrem gespannt. Es könnte was Krasses werden. Puh. Really? Ja, und mit dieser herben Enttäuschung endet die heutige Episode. Das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr in euren Packs hattet und eure Meinung zum Videobeweis. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.